Hey Leute, wir spielen heute mal wieder eine neue Runde auf der neuen Map, die, keine Ahnung, die bald released wird oder schon released wurde, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ja, ich wollte mal ein normales Match spielen, weil das habe ich noch nicht gemacht und deswegen flagge ich direkt mal rum und gucke mich nochmal hier um. Hier ist auch eine Treppe, ne? Nice, dann bin ich schon direkt hinter den Gegnern. So, perfekt. Und das ist auch ein Roadhog, den ich ein bisschen töten könnte. Oh, der Roadhog habe ich bemerkt. Ah, egal, der kann mich nicht mehr one-shotten, der Roadhog, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, und dann deswegen fliege ich jetzt auch mal wieder. Ich gehe mal wieder zu meinem Team, mal sehen, was mein Team so gerade macht. Das braucht auf jeden Fall Heilung, mein Team. Deswegen heile ich das mal direkt easy peasy. So, der Soldier braucht auch ein bisschen Heilung, der kann sich aber auch selbst heilen. Deswegen braucht er meine Heilkünste eigentlich gar nicht so unbedingt. Doch, keine Ahnung, Roadhog wollte wieder mich töten. Oh, die haben einen Torbären übrigens und eine Symmetra, finde ich beide nicht so gut. Das sieht nicht so gut aus hier. Okay, ich wurde auch abgesnipert. Fand ich jetzt auch nicht so gut, aber die Map ist auch gut für Sniper. Aber ja, also Sniper haben da eine gute Chance hier zu gewinnen. Plupp, und da war ich tot. Okay, Tracer ist flankt wieder rum, finde ich gut. Deswegen kann ich die vielleicht jetzt heilen oder so. Ups, und ich wurde schon wieder gesniped. Okay, versuchen wir diesmal nicht abgesniped zu werden. Dafür, ja gut, ich bleibe hier einfach mal bei den Gegnern, bei meinem Kollegen. Okay, so. Und das Geschütz ist schon mal weg. Dann muss noch Roadhog weggehen. Der kann mich nicht mehr one-hitten, habe ich schon gesagt, ne? Deswegen töte ich den. Oh nein, Symmetra kann mich aber immer noch gut damagen. Und Roadhogs Ultimate kann mich auch noch immer noch töten. Nur, ja, das ist jetzt ärgerlich gelaufen. Ich weiß nicht, was macht mein Team gerade. Oh, Tracer schon auf dem Punkt. Das könnte gut werden. Vor allem, wenn jetzt Tracer auch noch Hilfe bekommen würde. Von mir. Weil den Rest des Teams haben wir eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall sehe ich den Rest des Teams gar nicht. Deswegen, hui, und schon bin ich hier wieder bei meinem Team. Okay, mein Team ist da oben. Ist mir auch egal. Vielleicht komme ich da auch so hoch. Perfekt, jetzt bin ich oben, aber jetzt ist... Ah, nee, doch nicht. Der gegnerische Sniper ist jetzt down, finde ich gut. So, und jetzt können wir auch langsam auf den Punkt rauf. Oh nein, das hier vielleicht auch noch nicht. Nee. So, da hat Roadhog mich angeschossen, aber kann mich nicht mehr one-hitten. Easy peasy also alles. Okay, das Geschütz nervt noch hier ein bisschen, deswegen... Ja, ich gehe nochmal wieder hier zurück. Eigentlich wollte ich hier Wallriden, aber ist auch egal. So, oh, guck mal, das Geschützturm ist aus irgendeinem Grund kaputt. Finde ich gut. Deswegen benutze ich einfach mal sinnlos meine Ice-Mate. Oh, ich wollte eigentlich Tracer auch noch bekommen. Ist ja jetzt auch egal. So, Symmetra ist immer noch nervig ein bisschen. Deswegen fliege ich einfach mal vor Symmetra. Perfekt. Hier ist noch ein Hellfack, was ich eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber ich habe es einfach mal benutzt. So. Und die haben einen Teleporter immer noch. Geh mal weg, Symmetra. Wow. Okay, weiß nicht, ob ich hier überleben kann. Erstmal mich heilen hier. Hier bin ich, glaube ich, relativ safe. Hui, niemand kriegt mich. Hui. Ach, das ist eine gute Safe Zone. Warte, Symmetra. Bam. Warte, kriege ich die ganz down vielleicht auch? Also ganz weg. Bam. Und da fliegt sie. Und Misty ist noch raufgekommen. Jetzt kommt auch ein Taubär dazu. Komm schon. Bam. Okay, Symmetra habe ich gedacht. Oh nein, die kann sich immer noch retten. Warte. Bam. Jetzt ist sie aber weg. Nice, ey. Genau das wollte ich. Vielleicht kann ich ja noch Torbjörn. Wo ist Torbjörn? Ich sehe Torbjörn nicht. Egal, ich gehe mal hier mit Tracer jetzt lang. Denn das ist was man will. Okay, das beschützt er immer noch. Und Rudomaker war hinter mir und hat mich angeschossen. Finde ich auch nicht so nice. Also, das sieht nicht so gut aus. Vielleicht bräuchten wir eigentlich einfach nur so einen Tank oder so. Ist ja auch schon alles ganz nützlich und so, um zu gewinnen. Egal, wir haben Bastion. Vielleicht kann der auch was regeln. Noch 24 Sekunden sieht schwierig aus. Ich denke nicht, dass wir das gewinnen werden mit so einem Team. Egal. Dann verlieren wir halt eine Runde, sodass wir das Symmetra leider am Rumleben. Finde ich nicht gut, dass sie wieder am Rumleben ist. So, okay, jetzt gehe ich langsam mal zu dem Point. Denn das ist der letzte... Win-Versuch. Okay, ich kann nicht hier oben. Ah, Mist, ich wollte eigentlich... Das ist ungünstig. Ich wollte hier... Nein, ich wollte hier nicht hoch. Ich wollte mich da oben hin verstecken. Hier oben verstecken. Komm schon. Hier oben. Komm ich hier hoch? Na, nein, das wollte ich nicht. Egal, wir haben den Punkt. Also easy peasy. Ich kann ja mal mein Team nochmal heilen. Also wir haben den Punkt auch noch bekommen in der letzten Sekunde. Finde ich gut. Kommt hier noch ein Gegner an oder so? Ne, passt schon auf. Dass da nichts ist. Perfekt. Können wir auch direkt wieder weiter rushen. Finde ich gut. Ja, da ist ein Roadhog da oben, deswegen, oh, wir gehen also nach oben. Hier oben lang, perfekt. Das heißt direkt, oh, nee, doch nicht, wir gehen da doch nicht lang. Hab mich umentschieden, finde ich nicht so gut, also da oben. Da waren nämlich ziemlich viele Symmetra-Turrets. Und das will man ja auch eigentlich nicht. Hier sind auch welche.
Okay, hier gibt es ziemlich viele Symmetra-Turrets. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr als 3 Millionen ungefähr. Haben sie geschätzt jetzt, deswegen töte ich jetzt mal Sniper. Doch nicht. Sniper tötet eher uns. Okay, Widowmaker hat mich hier gesichtet, deswegen gehe ich hier mal schnell weg. So. Und dann kann ich ja mit Reaper hier rumlaufen. Mit Reaper und Friends, okay. Wir leben hier noch, okay, aber jetzt sehen die Gegner mich, uns natürlich. Wegen der blöden gegnerischen Widowmaker, egal. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir können ja nicht ewig immer rumschwirren. Wie Idioten. Deswegen, schade. Den konnte ich nicht. Konnte ich nicht hier retten. Ist natürlich doof. Ohne Tank und so. Die haben ja immer noch tausende von Turrets. Okay. Das heißt wohl, dass wir weggehen sollen. Zum Glück gibt es hier ziemlich viel Deckung. Deswegen kein Problem. Symmetra ist aber immer noch ein Problem. Deswegen schnell weg. Okay, konnte noch mal fliehen. Deswegen schnell hier oben. Mich verstecken, bis ich wieder voll bin. Genau. Oh, nice. Schon ist Symmetra auch wieder down. So, dann hier noch ein bisschen ducken. Der hat jetzt nicht so geklappt, dieses Ducken. Dann gehen wir hier wieder weiter an. Und die Symmetra-Turrets sind da immer noch. Ich weiß nicht, wieso die niemand wegmachen will. Also ein Tank hätte keine Probleme mit denen. Egal, wir haben ja keinen Tank. Deswegen ist das natürlich ein Problem. So, geh links. Ja, gute Idee. Hätte ich jetzt auch so gedacht. Rechts sind nämlich nur die nervigen Symmetra-Turrets, die man nicht haben will. So, Roadhog macht ja zum Glück nicht mehr so viel Schaden. Das finde ich sehr, sehr gut. So, wir gehen jetzt ganz, ganz links. Okay. Was gibt's denn hier? Hier gibt's eine Widowmaker. Okay. Ja, okay. Ein Genji, der rumnervt. Ich hoffe, der tötet mich jetzt nicht. Okay. Der tötet mich. Finde ich nicht gut. Deswegen fliehe ich jetzt einfach mal. Okay. Sombra hat hier links, glaube ich, alle Turrets kaputt gemacht. Finde ich gut. Finde ich gut, tatsächlich. Alle sind weg. Finde ich gut. So, dann können wir jetzt auch den Punkt hier mal einnehmen. Würde ich sagen. Deswegen schnell Geschütz kaputt machen und dann den Punkt einnehmen. Genji muss hier noch weg. Dann haben wir den Punkt schon. Ne, wir haben den Punkt nicht. Wird aber auch schwierig, hier den Punkt jetzt einzunehmen. Könnte noch was werden. Könnte noch was werden. Ist ja natürlich sehr, sehr nice, wenn wir den Punkt noch bekommen würden. Noch 2 Minuten. Wir haben auch eigentlich noch theoretisch genügend Zeit dafür. Leider haben wir keinen Tank. Deswegen wird es schwierig, da die ganze Zeit auf dem Punkt zu bleiben. Ohne Tank. Denn so ein Tank ist schon ziemlich essentiell, um zu gewinnen. Na gut, auch ohne Tank kann man gewinnen. So, und irgendwie, so, das wollte ich jetzt eigentlich rein gar nicht. Hier ist ein nerviges Geschütz, was ich am liebsten kaputt machen würde. Oh, ist auch schon kaputt. Perfekt. Da ist ja mein Plan aufgegangen, auch wenn ich dabei noch gestorben bin, aber das ist auch kein Problem. So, wir sind wieder hier oben, aus irgendeinem Grund. Ist mir auch egal. Okay, Widowmaker ist down, finde ich gut. Deswegen können wir jetzt mal den Punkt einnehmen. Roadhog ist dann da oben nochmal, aber der macht zum Glück nicht mehr so viel Schaden. Deswegen kann er auch einfach mal weggehen. Danke sehr. So, jetzt sterbe ich aber leider wegen Symmetra, größtenteils. Okay, ich lebe aber noch, deswegen sterbe ich wohl doch nicht so schnell. Okay, ich bleibe hier einfach mal auf dem Punkt. Geh mal weg, Roadhog. Der kann mich nicht im Runden hinten. Hat man auch schön gesehen, dass man nicht mehr so viel Schaden machen kann. So, aber trotzdem bin ich noch irgendwie gestorben. Ein Drittel, noch zweimal so und dann werden wir das schon gewonnen haben. Aber ja, weiß nicht. In 20, 30 Sekunden wird das vielleicht ein bisschen schwierig, deswegen schnell Torbjörns Turret kaputt machen. Dann hier noch ein bisschen Wallriten die ganze Zeit, damit ich hier Widowmaker verwirre. Und Anna und die ganzen anderen Viecher da. So, Reaper. Könnte ich vielleicht töten. Nee. Kann ich doch nicht. Geh mal weg, Reaper. Scheiß Lifesteal, ey. Okay, wir sind wieder auf dem Punkt. Waren auf dem Punkt. Ja, wir haben verloren. Das war natürlich eigentlich eine gute Idee. Also, ja, ne? In besseren Team Composition wäre das vielleicht besser gegangen. Aber egal. Niederlage macht kein... macht nichts, denn die nächste Runde werden wir natürlich gewinnen. So, Player of the Game hatte wer? Symmetra natürlich. Symmetra ist nämlich immer oben nerven. Immer so doof. Ja, genau. Blub, tot und auch tot. Und zum Glück bin ich ja nicht gestorben da. Nice, ey, genau. Easy peasy, alle tot, außer ich. Oh, sogar Sprayed. Oh, guck mal, da kam ich noch angeflogen. Na gut. So, dann will ich natürlich mal auch Torbjörn hier auf der Map spielen. Denn ich habe noch keinen guten Platz für meinen Turret gefunden hier. Also als Angreifer und so habe ich noch keine gute Stelle dafür gefunden. Also es gibt keine Top-Position, würde ich sagen, für den Turret. Deswegen, ja, die kommen alle hier durch. Also hier diesen Bereich zu verteidigen ist wohl essentiell. So, ich könnte natürlich hier mal mein Turret aufstellen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
Ah, klingt nach einer Idee. Deswegen, glatt mache ich das mal hier. Da und so. Und dann muss ich nur in der Nähe bleiben, damit die Tür hier offen bleibt. Aber das sollte kein Problem sein. Und ja, mal sehen. So, da kommt schon der Reinhard an, der Erste. Ja, ja, schon ist er verwirrt. Finde ich gut. Hm. Okay, da kommt ein Reaper. Der ist auch schon fast tot. McCreed kann da hinten auch. Und Roadhog. Da wollte ich mich wohl hocken. Egal. Denn ich bin gut. Oh, Mist. Da habe ich ein bisschen Schaden genommen. Finde ich nicht gut. Deswegen, oh, guck mal. Ich habe irgendwas getötet. Ein Reinhard. Finde ich gut. Oh, nein, Roadhog. Mist, Roadhog hat den getötet. Egal. Ich konnte den nämlich dann töten. Perfekt. So. Ja, genau. Ich lasse hier mal die Tür offen, damit die ganze Luft und so hier rausgesaugt wird. Finde ich gut. Ja, Heilung. Wir haben keinen Healer, oder? Ne. Aber dafür kann ich hochspringen. Hui. Hui. Spaßig, ne? So, Reaper. Teleportiert sich da oben hin, meinetwegen. So, hinter mir kann auch nichts. Oh, warte, das ist ein Bastion. Mal sehen, ob ich dem komme. Wupp, wupp, wupp. Ich glaube nicht. Ne. Reinhard kommt auch immer weiter auf mich zu. Finde ich auch nicht gut. Oh, nein, da kommt... Oh, da sitzt jetzt auch noch McCree. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Und nein, ich habe Schaden bekommen. Finde ich nicht gut. Oh, hier sind die Töne so halb... halb gedämpft. Finde ich ein bisschen verwirrend. Okay, Reaper ist hier. Nein, geh mal weg, Reaper. Reaper, okay, ah, schade, aber kriege ich den Reaper noch? Ah, leider nicht. Der zerstört wahrscheinlich jetzt mein Geschütz. Ja, Geschütz ist weg. Schade, schade. Also das ist wohl nicht so eine gute Position. Auch wenn ich da einige Kills bekommen habe. Aber ich habe da kein Gold-Damage. Solange ich kein Gold-Damage mit Torbjörn habe, ist das keine gute Stelle. Noch eine gute Stelle könnte hier sein. Also direkt auf der gegenüberliegenden Seite muss ich auch nicht immer daneben stehen. Ist, glaube ich, auch eine ganz okaye Stelle. Auch wenn, na gut, vielleicht so gut ist die vielleicht jetzt auch nicht, weil die nur durch die Tür hier schießen kann. Also nur diesen kleinen Bereich. Da wäre hier ist das viel besser gewesen. Wenn hier vielleicht. So, stelle ich mal hier hin und hoffe, dass das gut ausgeht. So, noch zwei draufhauen. Habe ich's. Perfekt. So, Reinhard, Charge gleich natürlich. Der Standard Fire Charge von Fire Strike von Reinhard auf mich. So, und jetzt charge er wahrscheinlich gleich auf mich. Hinter mir ist, glaube ich, ein Reaper vielleicht. Okay, da kommt der Bastion angelaufen. So, und Reinhard ist down. Nice, ey. Und natürlich auch Doppelkill und so weiter. Da ist auch jemand noch auf dem Punkt. Egal, Roadhog töte ich auch noch eben schnell. So, hoffentlich für das Play of the Game. Das wäre natürlich nice. Mein Geschütz ist aber gleich geschützt, deswegen erstmal schnell draufhauen. Perfekt. Der auf dem Punkt ist auch schon kaputt. Down und so weiter. Also alles Paletti hier. Noch ein bisschen Rüstung hinschmeißen. Und dann ist das alles auch schon Paletti. So, Reinhard ist hier wieder am Rumnerven. Ist aber noch nicht auf mich gecharged. Oh, guck mal, da war noch ein McCree. So, hups, ich habe Schaden bekommen. Finde ich nicht gut. Hier sollte auch ein Healthpack sein, ne? Genau. Perfekt. Genau da, wo ich es vermutet habe. Ich kenne ja die ganzen Healthpacks noch nicht von der Map. Deswegen freue ich mich, dass ich trotzdem eins gefunden habe. Ein Healthpack, okay. Mein Geschütz wird angegriffen. Ich hoffe, hinter mir ist nichts. Ist natürlich ziemlich doof. Egal, hier, Healthpack wieder nehmen. Perfekt, noch 1,5 Minuten. Das sieht gerade ganz gut aus. Gold Damage habe ich aber immer noch nicht. So, übermiesen Reaper. Das gefällt mir nicht, deswegen warte ich hier mal um die Ecke und... Oh, ist er runtergesprungen? Mist. Mist, dein Bastion geht weg. Okay, Bastion ist hier jetzt am Rumwerfen, genau da. Nein. Warte, ich krieg den. Ich krieg den und Bastion kriegt mich nicht. Das finde ich nice. Oh, nice. Okay, jetzt muss ich schnell meinen Turret wieder da aufstellen. Das ist, glaube ich, die eine Position, die ich jetzt immer benutzt werde. Das ist auch noch geschützt von oben. Also eigentlich perfekt. Und wenn jemand auf dem Punkt ist, dann kann er das nicht zerstören. Das heißt, wenn Nachzügler kommen, dann können die nicht einfach mitten durchlaufen. Das ist eigentlich ganz okay. Okay, eigentlich ist jede Stelle okay. Von Torbjörns Turret. Hauptsache, Torbjörns Turret wird nicht instant zerstört. Dann ist alles okay. Okay, Reinhard geht wieder auf mein Geschütz voll drauf. Kriegt es aber immer noch nicht hin, mein Geschütz kaputt zu machen. Ich glaube, Reinhard mag mein Geschütz nicht. Okay, noch ein paar Kills. Finde ich gut, finde ich gut. So, und Team Kill finde ich auch gut. So, hoffentlich habe ich so noch einen Play of the Game bekommen. Hier noch ein bisschen Rüstung verteilen. Falls jemand das nötig hält. Alter, ist hier viel Rüstung. Ziemlich, ziemlich viel Rüstung. Also wir overextenden ja ein bisschen. Deswegen, ja, muss ich hier aufpassen, dass hier niemand durchkommt. So, ich glaube, hier kommt aber niemand durch. So, McCree, der versucht es noch. Damaged mich auch ziemlich. Aber egal, wir haben gewonnen. Finde ich gut, finde ich gut. Hm, eigentlich wollte ich auch noch den Punkt da hinten verteidigen. Aber das war jetzt wohl nicht so möglich. Ist ja auch egal. Ja, Play of the Game geht natürlich auch an mich, denn ich bin der
Okay, ich bin wohl doch nicht der Beste. Schade. Haben meine 4 Kills wohl nicht gereicht. Oder ja, das war wahrscheinlich die Stelle, wo ich auch ein paar Kills bekommen habe, oder? Das war nur ein Kill. 2 Kills. 3 Kills. 4 Kills, 5 Kills. Ja gut, der hat einen Kill mehr leider. Na gut. Dann kann man, da kann man eben nichts machen. Der war ein bisschen besser. Ja, also aber trotzdem noch gewonnen. Easy peasy und so weiter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Overwatch. Bis dahin. Tschüss.